Das ist übrigens unser charmanter Busfahrer, der hat nicht geschlafen. Aber der verzieht sich jetzt. Tschüss, Axel. Ja. Tschüss, Axel, ja. Na, der muss ja durchsehen nachher. Cognac kann er ja nicht trinken. Ich hatte euch vorhin erzählt, im Märchen, und hier wusste es ja Hase und Igel. Kennt jemand vielleicht das kürzeste Märchen der Welt? Denn die Zeit nehmen wir uns. Ende. Das ist ja traurig. Es war einmal ein wunderschöner Prinz, der fragte eine stattliche Prinzessin: Willst du mich heiraten? Und sie antwortete: Nein. Und der Prinz lebte glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Vielleicht habe ich nachher noch die Zeit, dann sage ich euch auch, dass ich schon längst da verheiratet bin. Weil ein anderes Märchen ist der Dr. Eckhard von Hirschhausen, kennt er nicht? Der hat so vieles erzählt, der hat auch gesagt, Cremes ist totaler Quatsch. Cremes braucht ihr nicht. Das Einzige, was man braucht an Creme, ist eine Sonnencreme. Das beste Beispiel war der LKW-Fahrer. Eine Seite, wo die Sonne war, total verbrannt und hier alles in Ordnung. Sonnencreme, das ist das Einzige, was man braucht. Nee, der Eckhard von Hirschhausen hat auch ein Märchen erzählt. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer 8-Jährigen, 18-Jährigen, 28-Jährigen, 38-Jährigen? Jetzt höre ich aber auf, muss Schluss sein. Nee? Haben wir noch die Zeit? 8 Minuten. Ja. Eine 8-Jährige geht mit einem Märchen ins Bett. Eine 18-Jährige ist mit einem Märchen ins Bett zu kriegen. Eine 28-Jährige ist ein Märchen im Bett. Und eine 38-Jährige, erzähl mir keine Märchen, komm, lass uns ins Bett gehen. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein.